Der erste FC Köln ist auf der Suche nach einem Stürmer. In den Fokus des FC soll dabei Branimir Gotha gerückt sein. Der 29-jährige Schwede brachte es in 34 Bundesligaspielen für Greuther Fürth auf 9 Tore und 6 Vorlagen. Damit war er einfach mal an mehr als der Hälfte aller Tore der Kleeblätter direkt beteiligt, die übrigens insgesamt 28 Tore geschossen haben. Meiner Meinung nach eine extrem gute Quote für einen Stürmer, der bei einer Mannschaft spielt, die in der Bundesliga von Spieltag 1 bis 34 unten drin steckte. Mit seinen 29 Jahren wäre er jetzt natürlich kein Spieler, der noch großartig Luft nach oben hat, aber er wäre auf jeden Fall eine sofortige Verstärkung für den FC, denn dass er Bundesliga-tauglich ist, hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall nachgewiesen. Sein Marktwert liegt bei 2 Millionen Euro und ich denke, das wäre auch ungefähr die fällige Ablösung. Problem, der FC hat trotz möglicher Qualifikation für die Conference League limitierte Mittel. Eventuell wird man neben Özcan noch jemanden verkaufen müssen, um aktiv werden zu können. Dennoch bin ich vorsichtig optimistisch, dass eine Hrgota-Verpflichtung funktionieren kann. Oder sagen wir einfach mal die Verpflichtung eines Stürmers im Allgemeinen. Tietz und Pfeiffer von Darmstadt 98 sind ja auch im Gespräch. Die beiden wären vielleicht sogar ein kleines bisschen günstiger zu haben, beziehungsweise vielleicht ist ja auch eine Leihe möglich. Aber ich denke, da wird man generell noch ein bisschen abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Naja, kommen wir nochmal zurück zu Hrgota. Ich würde es auf jeden Fall richtig interessant finden, ihn in einer Doppelspitze mit Anthony Modest zu sehen. Ich glaube, das könnte echt gut funktionieren. Bei Gladbach und Frankfurt konnte er sich damals nicht so richtig durchsetzen, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt soweit ist, ein solider Bundesliga-Stürmer zu werden. Im Fazit kann man festhalten, er wäre ein durchaus bezahlbarer Spieler mit Bundesliga-Erfahrung für Köln und für den Spieler selbst würde sich nochmal die Möglichkeit eröffnen, beim FC in der Bundesliga langfristig anzukommen. An der Stelle jetzt aber natürlich wie immer die Frage an euch, könnt ihr euch Hrgota beim FC vorstellen? Schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Und lasst mich auch gerne mal wissen, wer eure Alternativen sind, falls es mit Hrgota nicht klappt. Die beiden Jungs aus Darmstadt oder habt ihr da vielleicht auch ein paar andere Namen? Schreibt es auf jeden Fall mal unten rein. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.